Beginnen tun wir mit einem Münsteraner, der eine ganz besondere Geschichte zu erzählen hat und wir gerne die Gelegenheit geben, das in der Form zu machen, dass er tatsächlich selbst seine Geschichte erzählen darf. Wir haben darum gebeten, schildern Sie ruhig völlig hemmungslos, was für ein tolles Produkt Sie als Unternehmer anbieten. Das muss in einer Unternehmerrunde möglich sein. Aber, bewusstes Aber, zeigen Sie auch gerne so viel Sie mögen von der Persönlichkeit, die hinter dieser Idee und mittlerweile eben internationalen Geschäftserfolg, der daraus erwachsen ist, steht. Genießen Sie den Vortrag von Manuel Franken. Schönen Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie zu mir gekommen sind. So laut habe ich gerne mal nicht drauf. Aber ein bisschen weiter raus. Okay, also? Ja? Okay. Ich begrüße Sie recht herzlich zu dem heutigen Abend am Tag der Persönlichkeitsstärke. Ich werde Ihnen eine kleine Geschichte erzählen. Mit
mitnehmen wollte, dass wir zusammen dort eine kleine Aktion leiten. Das haben wir auch gemacht. Wir haben ein riesengroßes Bild gemalt mit Straßenkreide, mit Venus von Monticelli. Das war ein super Gemälde. Ich habe es anschließend für 800 D-Mark damals noch versteigern können und habe gedacht, ein Straßenmaler malt, wo wäre das Geld wohl besser aufgehoben als bei Straßenkindern. Ich überwies das Geld nach Rumänien in eine Farm oder zu einer Farm mit 80 Waisenkindern. Die freuten sich riesig, nahm das Geld dankend an mit den Worten, aber bitte, Herr Frank, Sie als Dozent, als Vater von 5 Kindern, kommen Sie doch bitte selber vorbei und zeigen unseren Kindern mal, wie man malt. Ja, nahm ich das Angebot an, hatte nicht ganz so viel Zuspruch hier in Münster, weil viele wollten mich natürlich auch lieber hier behalten. Aber ich fuhr nach Rumänien und machte dort 5 Tage lang Mal- und Zeichenunterricht. Als ich dann wieder auf der E-Straße in meinem Geschäft war, war ich nicht ganz zufrieden, nicht ganz befriedigt, denn ich hatte in dieser Gruppe von 80 Kindern gelernt. Es gab 4 von denen, die konnten super malen. Und die anderen 75, die haderten. Sie sahen zu den 5 auf, die Perspektive räumlich und horizontal malen konnten, aber selber fielen sie ab. Ich hatte die Kluft zwischen Künstlern und welchen wir es vielleicht mal generieren wollten, riesengroß hinterlassen. Nun saß ich da in meinem kleinen Geschäft auf der E-Straße und überlegte, was ist nun zu tun. Warum hatte ich einige Menschen glücklich gemacht, aber nur ein paar? Warum hatte ich die Riesenmasse traurig hinterlassen? Und ich, vielleicht einige, die mich kennen, der immer sehr für Gerechtigkeit ist, wo ich der Meinung bin, dass alle, die mit Farben umgehen möchten, auf die gleiche Ebene gehören, war wirklich sehr unzufrieden. In meinem kleinen Geschäft auf der Gilly-Straße sitze ich natürlich aus Malen und Zeichnen und da von der Quelle, nahm mir eine Leinwand und überlegte und überlegte. Ich dachte, ah ja, eine leere weiße Fläche, das macht vielen Angst. Wo fange ich an? Was male ich? Ich kann ja sowieso nicht malen. Ach, da höre ich ja gleich auf. Ach, da fange ich auch gar nicht erst mal an. Das ist gar nicht mein Ding. Ich hatte, vielleicht zufällig, diese kleine Leinwand und neben mir ein Kästchen und in diesem Kästchen war eine dicke Rolle Zwirnsfarben. Ich nahm diese Rolle und überlegte, wenn ich doch die Oberfläche zerstöre oder vielleicht sogar strukturiere, ja, dann können die Guten ja gar nicht malen. Aber vielleicht die, die nicht malen können, können sich in dieser Struktur bewegen. Ich nahm den Windfaden und wand ihn einfach um die Leinwand. Es sah ein bisschen verworren aus. Und das regelte ich dann, indem ich mir aus dem Nebengeschäft einige Heftzwecken kaufte. Ich machte alle 2 Zentimeter auf die Rückwand einer Leinwand einige Heftzwecken, nahm wieder den Zwirnfaden und spann ihn Stück für Stück von Heftzwecke zu Heftzwecke und erhielt automatisch ganz, ganz viele kleine Quadrate. Ja, das sah nicht schlecht aus, das gefiel mir selber auch ganz gut. Nun musste es ja noch mit Farbe gefüllt werden. Ich griff ins Regal und nahm einfach meine 3 Lieblingsfarben. Rot, Türkis und Blau. Da habe ich gedacht, ja, ich probiere das vielleicht einfach mal. Ich hatte etwas Zeit, nahm einen Pinsel und tupfte ihn einfach in ein Feld hinein. Ja, ich nahm den
geht es nochmal. Dann das nächste Feld. Ach, da kam ja ein Kunde ins Geschäft. Ich schnell runter zum Kunden. Musste das denn jetzt gerade sein, wo ich doch sowas Tolles hier als Idee hatte? Ich bediente den Kunden, schlitzte schnell wieder hoch, nahm den Pinsel und nachher in der roten Farbe. Und in meinem Kleingeschäft gab es auch nur im Nebengeschäft Wasser. Also hatte ich auch keine Chance und nahm den Pinsel mit der roten Farbe und tauchte ihn einfach in die blaue Farbe hinein und machte ein blaues Feld. Oder vielleicht das zweite. Ach, da kam schon wieder ein Kunde. Nein, schnell zu Ende bedient, wieder hochgeflitzt. Ach, es sah ja ein bisschen dunkel aus. Vielleicht nahm ich dann mal was von der weißen Farbe. Und so füllte ich Stück für Stück an diesem Nachmittag einfach eine Leinwand mit ganz, ganz verschiedenen Farben. Als dann Feierabend war, hatte ich vielleicht ein Drittel der Leinwand gefüllt. Aber im Innern hatte ich ein Gefühl, ich konnte nicht nach Hause fahren. Ich musste und wollte dieses Quadratologo zu Ende malen. Ich nahm die Farben, hatte jetzt Zeit, hatte das Geschäft abgeschlossen. Und nach, kam etwas später nach Hause, das weiß ich davon, malte ich diese Leinwand zu Ende, denn es hatte noch keinen Namen. Es gefiel mir sehr gut. Ich stellte es unten an die Kasse, weil ich dann nach Hause fahren wollte. Es blieb dort auch einige Tage an der Kasse stehen und sorgte auch für Aufmerksamkeit. Denn drei Tage später kam die Leiterin der Helden-Teller-Schule. Das ist bei uns hier in Münster, den Unikliniken, eine Schule, die hat mehrere oder auch zig Patienten. Sie nahm das Quadratologo und sagte, das ist ja genial. Was ist das denn? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Kann man das auch kaufen? Kann man sowas auch mieten? Ich erklärte ihr, dass man sowas mit Menschen machen kann, dass man sowas ausprobiert, und sie engagiert mich für eine Woche später mittwochs zu den Unikliniken mit 10 Mehrfachbehinderten, mit 10 Bulimiekranken und mit 12 Selbstmordgefährdern. Mir war etwas hart und bange vor diesem Unternehmen, denn ich hatte ja überhaupt keine Erfahrung. Ich wusste auch gar nicht, was auf mich zukam. Nicht nur das, aber ich musste also innerhalb einer Woche 32 solcher Leinwände knüpfen und machen. Das tat ich auch. Ich fuhr zu Unikliniken. Jeder Patient hatte einen Arzt bei sich. Dieser Raum war damit auch mit verschiedenen anderen Menschen gefüllt. Und jeder malte nach und nach sein Quadratlogo. Die Ärzte, die Oberärzte beglückwünschten mich zu dieser Idee und sagten, das ist ja eine ganz, ganz neue Art zu malen. Da hat jeder eine Chance. Jeder kann mit Farben umgehen. Jeder hat ein individuelles Kunstergebnis. Ich fuhr nach Hause und war innerlich total glücklich. Vielleicht hatte ich etwas geschaffen oder gefunden, was es wirklich noch nicht gab. Ich meldete das Ganze in einem Kindergarten bei uns in Münster in Liebeck an und schon anderthalb Wochen später war ich dort engagiert und sage und schreibe 94 Kinder. Meine Töchter, meine Söhne, meine Frau mussten alle mithelfen, die Quadratologos zu tackern, die Heftzwecken ging nicht aus. Unser Nebengeschäft auf der Straße dachte, ich hätte jetzt eine Näherei aufgemacht, weil die Windfäden konnte sie gar nicht so schnell bestellen, wie ich sie brauchte. Ich wurde zu den Kindern lachen. Die Kinder malten an einem Sonntag, aber ich hatte dort Kinderfarben mitgenommen. Denn der Zufall meiner Lieblingsfarben war nicht der Zufall des Farbergebnisses, was ich dort erreichte. Denn dadurch, dass der Pinsel bei meinem Malsystem niemals sauber gemacht wird, ermischten sich die Farben kreuz und quer. Und wer sich ein bisschen auskennt und weiß, dass Gelb und Blau sich in Grün mischen und mit Rot-Braun ergibt,
heißt das dann, eine Leinwand auch so und so viel Grau- und Brauntöne aufweist. Am Montag nach meiner Malaktion kam die Leiterin zu mir und sagte: Vielen Dank, Herr Frank, für den super tollen Nachmittag, hat allen Spaß gemacht. Besser hätte es gar nicht sein können, aber so ein paar Quadrate auszumalen, das hätten wir auch nur selber bekommen. Dafür brauchten Sie doch jetzt nicht zu kommen. Das war dann wohl meine Idee. Ich fuhr nach Hause, war ein bisschen geknickt, schade. Naja, was soll's. Dann, wer mich kennt, weiß, dass ich da auch nicht aufgebe, ließ trotzdem locker. Ich versuchte, etwas herauszufinden, warum das in dem Kindergarten nicht geblüht war. Und da machte ich eine Idee. Denn seit 30 Jahren bin ich Geschäftsführer der Firma Frank & Franke, lebe seit 25 Jahren als Dozent Malerkurse und kenne mich also mit Farben, Farbnuancen und Farbmischung gut aus. Und da kam mir die zweite Idee. Denn ich erfand einen neuen Farbkreis. Ich überlegte mir, warum mischt sich das in Braun und Grau und Ocker und bei jedem Mal Farbpinsel wechseln in der nächsten Brauntöne, weil ich die drei Grundfarben habe. Also ich ging und habe immer nur zwei Grundfarben gewählt, zum Beispiel Gelb und Rot, und das ermischt sich in die gesamte orange Richtung. Als zweite Farbkombination gibt es zum Beispiel Blau und Gelb, und das ermischt sich in diese gesamte grüne Richtung. Und als dritte Farbkomponente gibt es das Blau und das Rot und ermischt sich in Fliederpink, Magenta, Rosa oder Violett. Meine Frau fing emsig an und malte die Farbkreise, die ich dann auf jede Veranstaltung mitnahm. Und die Stadt, wie es wieder so wollte, kam die Stadt Münster auf mich zu, als Dozent von Mal und Zeichnen, und sagte: Herr Frank, Sie als Geschäftsinhaber, vielleicht möchten Sie sich mitbewerben. Es gibt eine Ausschreibung. Die Ausschreibung lautet: Wer schafft es, in einer Stadt alle Schulen, die es gibt, alle Schulen, die Sie sich vorstellen können, Hauptschule, Grundschule, Realschule, Gymnasium oder auch berufsbildende Schulen, Blindenschulen, Behördenschulen, alle Schulformen, die sich vorstellen können. Wer schafft es, in einer Gesamtstadt alle in ein Projekt hineinzuziehen? Das war natürlich genau meine Aufgabe. Ich sprach bei der Stadt Münster vor, stellte mein System vor. Ich dachte, diese ganzen Fäden wurden mit den Heftzwecken sehr, sehr schwierig bei den Mengen, die wir schon gebaut haben, und bezog das nächste Quadrat so nur mit einem Draht. Das stellte ich vor bei der Stadt Münster. Sie waren angetan. Ich sollte der Vertreter der Stadt Münster werden. Das war dann eine Woche später klar. Ich stellte das darauf auf 64 Schulleitern vor, waren alle in einer riesen Aula. Das war schon ein schönes Vorhaben für mich. Da war ich auch ein bisschen nervös, muss ich auch ehrlich zugeben. Aber ich gewann diesen Wettbewerb, nicht nur in Münster, sondern nordrhein-westfalenweit. Eine riesen Freude für mich und meine Familie. Wir hatten etwas geschaffen, wovon ich noch geträumt hatte. 64 Schulen malten ein 50 mal 50 Quadrate Logo. Alle hatten die gleiche Farbe. Das ganze Ergebnis hing dann 3 Monate hier in Münster am Stadthaus. Und jeder Bürger Münsters konnte es sehen und auch in den Zeitungen lesen, denn es wurde von dem Bürgermeister persönlich eröffnet. Das war zu diesem Zeitpunkt ein kleiner Durchbruch für mich.
nicht malen, weil sie durch das Netz gehindert sind. Sie fallen ins Mittelfeld. Die, die nicht diese Begabung haben, steigen ins Mittelfeld. Und so hatte ich einen Ebener der Gleichheit geschaffen, der Freude für jeden. Es gab keine Außenseiter. Es war der Einstieg in die Welt der Kunst. Die Presseberichte, die Zeitungsberichte, die Mails in den Radios hörten in diesem Zeitpunkt gar nicht auf, denn ich bekam für dieses Riesenbild, das war 16 Quadratmeter groß, musste mit PHG hochgeschaffen werden, bekam ich als Ausschreibung 5000 D-Mark. Und ich dachte mir, diese 5000 D-Mark haben mir die Schule gemacht. Und ich spendete zu jeder Schule am Röderichweg 1000 D-Mark. Für die Blindenschule, für die Gehörlosenschule, für die Schwachbehindertenschule, für die Regenbogenschule und für die Mehrfachbehindertenschule. Mit keiner Bedingung. Aber alle verstanden den Dialog, dass ich damit präsentieren wollte, zu jeder Schule zu kommen und alle Schüler glücklich zu machen mit meinem Malstil. Es waren über 2500 Schüler und da war es natürlich schier unmöglich, Quadratlos selber zu machen. Wir recherchierten und kamen dann auf eine Idee. Wenn ich hier sage, das ist meine Frau. Und kamen auf die Idee, das muss auch einfacher gehen, denn wir spannen nun ein Netz einfach über eine Leinwand. Das haben wir probiert und das klappte super. Wir holten uns mehrere Tackergeräte, denn meine Tochter Sabrina war in diesem Augenblick dann auch in ihrer Klasse die reichste Schülerin und sie musste jeden Abend nur noch tackern. Dadurch konnten wir die Tasche etwas aufbessern. Es war uns auch ganz schnell nach diesen Schulen schon klar, das kann gar nicht bei uns zu Hause bleiben, denn es explodierte immer mehr. Nicht nur, dass es zu 5 Schulen kam, sondern alle Schulen in Münster wollten dieses Projekt haben. Und Sie können sich vorstellen, Menschen, die etwas sehen, die etwas lesen, die etwas hören, die etwas im Fernsehen betrachten, möchten es auch machen. Und so wuchs das Ganze ganz schnell über die Grenzen von Münster hinaus. Ich bekam Aufträge zur Messe nach Wiesbaden. Dort kam Manager und entdeckte mich für die Messe nach Dortmund, diese Kreativa, die eine wohl die weltgrößte Messe für kreative Menschen. Ich bekam dort eine 50 Quadratmeter große Showbühne für 6 Tage und konnte dort mein Quadratlogo einfach der Welt präsentieren. Dort war es natürlich, oder ließ es auch nicht lange auf sich warten, dass dort verschiedene Firmen kamen und mir Angebote machten. Und eine Firma, die heißt Kronart, darf ich auch nochmal erwähnen, die hatten nicht nur ihre Farben in erster Linie, die sie auf den Markt bringen wollten, aber sie erkannten sofort, was Quadratlogo war. Sie nahmen mein Malsystem mit mir in Betrachtung und ich sagte, ich müsste vielleicht vorher noch mal ein Kästchen produzieren, denn für die Messe merkte ich, ich kann ja nicht quadratlos, gar nicht allein, immer nur weitergeben. Ich ging zu einer Wellkistenfabrik und sagte, was ich mir so vorstelle. Und sie stellten für mich ein kleines Kästchen her. Ich glaube, das eins. Denn eins habe ich hier geöffnet, glaube ich. Und hatte so meine Produkte und sagte den Menschen, wie ich mir mein Kästchen vorstellen wollte. Und so wurde es auch fabriziert. Meine Kinder und ich freuten sich, als wir hörten, dass das nur 2 Monate dauerte. Aber als wir dann wieder nach Hause kamen, standen 2 solche Container vor der Tür, denn wir mussten auch alle Kästchen selber falten. Alle Bindfäden mussten wir selber knoten und in die ganzen Henkel hineinpacken. Aber auf der nächsten Messe lohnte sich das Ganze gut, denn wir hatten ein Produkt auf einmal,
was wir also oft in einem Kästchen dort darstellen konnten. Und wir konnten und durften auch verkaufen. Mit der Firma Kohlhardt, die das ganze System sehr schnell mit mir in Umlauf bringen wollten, gab es dann auch sofort verschiedene Fabriken, die Quadrate losstellten und produzierten. Denn auf einmal kamen die Anfragen nicht nur auch von Schulen, sondern auch von Behinderteneinrichtungen, von Blindenheimen, von Firmen, wo ich im Management mit Quadratlo arbeite, von Kommunengruppen bis hin zu Kirchengruppen, von Gefängnissen bis hin zu Altenheimen, von Großgruppen wie zum Beispiel heute Abend diese, egal, ich wurde überall hin engagiert und konnte die Menge der Aufträge gar nicht mehr selber regulieren. Ich habe den deutschlandweiten Vertrieb mit meiner Partnerfirma Kohlarbeiter. Die setzten 35 Außendienstmitarbeiter ein, die das Ganze mittlerweile in mehr als 500 deutsche Geschäfte belagert haben. Alle Kataloghändler haben das System mittlerweile aufgenommen. Und zu den internationalen Sachen komme ich gleich nochmal. So wuchs Quadratlogo und ich wurde nach Amerika gerufen. Ich freute mich wieder riesig, dass ich dort eine kleine Veranstaltung hatte. Ich fuhr in diesem Jahr dreimal dorthin, einmal nach Atlanta, einmal nach Denver und einmal nach Cincinnati. Stand dort auf den Showbühnen von riesengroßen Hallen und die Menschen jubelten, als sie Quadratlogo sah und hörten. Als ich zurückkam, wollte ich mich aber gerne ganz, ganz schnell wieder an den Ursprung von meinem Hartsystem erinnern. Denn den Ruhm und diese großen Massen, das wollte ich nicht, dass Quadratlogo ein Produkt wird, was nur vermarktet wird. Denn ich wollte gerne, dass jeder einzelne Mensch glücklich wird. Dass jeder das Gefühl hat, er gehört zu der Gruppe. Dass es keine Außenseiter gibt, wenn Menschen mit Farbe umgehen möchten, sondern sie sollen einfach im Ganzen die Gleichheit aller spüren. Und so ging ich ganz gezielt in Gruppen, wie zum Beispiel zu blinden Menschen. Ich lud mir 10 blinde Menschen ein, stellte mein System vor, aber schnell merkte ich, mit dem dass es also auch verschiedene Arten von Menschen gibt, einmal die eben halt im Laufe des Lebens erblindet sind und manche, die eben halt durch einen Unfall ihr Augenlicht verloren haben. Und so reagierte ich auch schnell darauf und erfand nochmal ein kleines Kästchen. Das will ich mal kurz demonstrieren. Und zwar hat dieses Kästchen 4 verschiedene Felder. Einmal sagen wir für Gelb, Rot, Orange und Weiß. Das kennen viele. Und habe dort kleine Pinsel hineingeklebt. Denn der Tastsinn und auch der Wahrnehmungssinn von der Art von Menschen ist gigantisch. Sie können nämlich mit dem Pinsel auf den ersten Pinsel, wo es weicher wird, wissen Sie, dass das nächste Kästchen kommt. Und wo die Farben sind, wissen Sie automatisch. Und dass Sie dann also den gefüllten, mit Farbe gefüllten Pinsel zwischen Daumen und Zeigefinger widerlegen können, das ist für diese Menschen ganz, ganz klar. Sie können also auf dem Quadrat Logo. Mit dem Daumen und dem Zeigefinger von einem Kästchen zum anderen Kästchen gehen, mit dem Pinsel zwischen diese beiden Finger. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis für mich. Ich hatte eine Gruppe Menschen getroffen, die niemals in der Gesellschaft diese Anerkennung haben. Und das war auch wie ein Meilenstein von meinem Inneren, wo ich gesagt habe, danke, lieber Gott, dass ich diese Gabe bekommen habe, sowas zu erfinden,
Das ist schon was ganz Außergewöhnliches. Dann kamen natürlich ganz schnell die ausländischen Märkte. Italien und Belgien machten sich ihr eigenes Kästchen, genau ohne Währung, wie die Holländer, genau wie Amerika. Dort hatte ich dann noch die Frage, Quadrato Novo, das ist sehr schwer auszusprechen. Ich habe gedacht, weil ich mit 5 Kindern auch dieses Spiel kenne, wo sie die ganzen Kästchen auf der Erde haben, wo sie dann mit Stein hüpfen können, das heißt Square, Square heißt Quadrat. Da habe ich gedacht, ich nenne es vielleicht in Amerika einfach Square One. Das kam auch gut an. Und diesen internationalen Markt kann ich natürlich nur mit einem riesen tollen Team, mit einer großen Vertriebsgesellschaft bewältigen. Nicht nur, dass ich in Münster alleine mittlerweile mehr als 14 Kollegen und Dozenten habe, nein, ich konnte das Ganze gar nicht mehr alleine irgendwo schaffen. Ich musste nach München ins Legoland, nach Langerhoog, dort wurde ich berufen, nach Dresden und Leipzig, Behindertenheime, Altenheime, ganze Gruppen von LVM-Managern riefen mich. Und so überlegte ich mir, dass das Ganze, was ich im Inneren als Freude für alle schaffen wollte, mir doch sehr, sehr, sehr schnell zu riesig wurde. Wenn Sie abends nach Hause kommen und Sie möchten auch mit Ihren Kindern einfach mal was Tolles besprechen oder sich das auch anhören, was auf deren Seelen liegt, aber in Wirklichkeit haben Sie nur den Kopf, dass Sie sagen, wie viele Termine habe ich? 52 Wochenenden Arbeit. Sie haben 52 Wochenenden. Habe ich mittlerweile aber reduziert auf 42. Und dann wird es zu viel. Da habe ich gedacht, ich brauche noch mehr Hilfe. Nicht nur die Fabrik in Polen und in Rotterdam. Nein, ich holte mir mittlerweile dann in China eine große Fabrik, wo 22 Menschen mittlerweile jeden Tag nur Quadratlos produzieren und 64 Arbeitsplätze in Deutschland werden mittlerweile mit Quadrato Novo nur von der Produktion her geschaffen. Mir kam dann die Idee, dass ich gesagt habe, ich baue mir nun ein Franchise-System. Das ist also ein System wie zum Beispiel McDonald's oder H&M oder Köllezoo. Man hat dort also Partner, die gehen unter Vertrag und die richten ein System oder eine Firma genau in dem Sinne, wie sie das denken, wie sie das formulieren und auch vertraglich festlegen. Das habe ich vor 1,5 Jahren gemacht und mittlerweile habe ich 19 Franchise-Nehmer. Einige davon in Deutschland oder 14 davon in Deutschland, einige in der Schweiz und mittlerweile auch einige in Polen. Das Ganze wächst also ein Stück für Stück, wo ich also glücklich darüber bin, dass ich das Ganze auch noch sichtlich irgendwo in einer Form habe, um das Ganze von den Mengen her zu regulieren. Sie sehen noch einige Beispiele, ich weiß auch gar nicht, wie es so auf Arbeit Also, ich habe hier noch ein paar Beispiele dort. Sie sehen von den ersten Quadraten Logos, wo ich dann die Farben entwickelte, gibt es dann eben Farbnuancen. Wir haben am Anfang von Ihnen gedacht, ja, zwei Grundfarben und die erwischte Farbe, das wird ja auf Dauer langweilig. Da muss ich sagen, da bin ich dann damals nach Westblocking gegangen und habe mir mal errechnen lassen, wenn Sie jetzt also zwei Grundfarben haben und die daraus gemischte Farbe, zeigen wir mal Z, kann man sich das nicht vorstellen, dass sie dort 325.000 Nuancen schaffen können. Und das war natürlich auch dann eben halt für Großgruppen angenehm, wenn ich zum Beispiel
für Schulen mit 520 Teilnehmern zur gleichen Zeit arbeite. Alle haben die gleichen Fragen. Kann niemals ein gleiches Quadratlogo entstehen. Niemals. Es ist absolut schier unmöglich. Sie sehen auch anhand der Sets, wie sich das Ganze entwickelt hat. Dann kam noch was Tolles, wo ich auf den Bühnen dort stand. Sah man mich ja auch in der Öffentlichkeit. Und ein Fernsehsender trat an mich heran. Ich fand das System total toll und habe gedacht, das möchten wir gerne, dass sie das vielleicht mal über einen Fernsehsender verkaufen. Bin fünfmal nach München geflogen, habe das System dort vorgestellt, bin wieder zurück, habe dort mal wieder Verträge geschlossen und habe auch Verhandlungen geführt und jedes Mal nach München hin und her. Musste dann mit meiner Familie, weil das kein Sender ist, der also dann die Sachen dort verkauft. Aber diese Sets, die man dort kaufen kann, müssen einmalig sein. Man hat also ein einmaliges Set geschaffen und wenn Sie dort in einen Fernsehsender gehen, müssen Sie 1200 Sets haben. Und die haben wir dann in 4 Tages- und Nächtenschichten gepackt. Und dann bin ich mit 7 Paletten nach München gereist mit LKW und habe dort die Fernsehsendung gehabt. War ein kleines Highlight von mir, weil immer schon mal ein Wunsch vor laufenden Kameras live zu den Freitagabend um 8 Uhr. War eine ganz tolle, spannende Sache. Innerhalb von 14 Minuten habe ich 420 Sets verkaufen können. Das war einmalig. Als ich mir in die Garderobe kam, das Handy war voll mit Glückwünschen. Es war ein super tolles Gefühl. Und Sie hören schon an meiner Geschichte, das, was ich mir damals ausgedacht habe, das lebe ich auch. Und das, was ich mir damals ausgedacht habe, macht mich glücklich. Weil ich nur mit Menschen arbeite, die mir auch das Glück zurückgeben. Noch niemals, Sie müssen sich vorstellen, ich habe jetzt 2,5 Millionen Quadratlos hergestellt. Und noch niemals habe ich einen Menschen getroffen, dem das Ganze nicht gefallen hat. Ich habe noch nie einen getroffen, der unglücklich war. Ich habe noch nie einen getroffen, der hinterher sagt, du hast ein Ding, ist das nicht ganz so. Ich bekomme immer Freude zurück. Ich fahre also auch in Behindertenheim und nach Bad Meinberg 4 Stunden hin, 4 Stunden zurück mit 5 Kollegen, weil dort sehr viele Menschen sind, die mehrfach behindert sind und auch andere. Blinde Menschen sind dort. Da können sie das Geld natürlich gar nicht verdienen, was sie dort ausgeben. Das ist auch gar nicht der Sinn. Dort bezahle ich gerne 250 Euro mal dazu. Nur das Gefühl, nach Hause zu fahren und die Menschen, die dort waren, umarmen sie. Die einen lüllen vielleicht, die einen haben die Arme offen. Aber das müssen sie eben halt auch dankend annehmen, dass diese Menschen sie umarmen. Und dieses Gefühl, was ihnen so durch den Körper geht, das ist das, warum ich Quadratlogo erfunden habe. Und das, meine Damen und Herren, das macht mich glücklich. Und wenn ich sage, 42 Wochenenden, 3 Abende in der Woche, komme ich auch als glücklicher Familienvater nach Hause und nicht jemand, der mal jeden Samstag nur Rasen geht, jeden Samstag die Autos oder was oder früh zu Hause ist, verdient vielleicht mehr, hat mehr Freizeit und ist vielleicht unglücklicher. Und ja, wir gehen. Achso, hier sehe ich noch was vor. Ja, also wer denkt, der wäre jetzt in 2 Stunden raus, hat sich natürlich irrt. Denn ich habe hier noch ganz viel mitgebracht, das schneide ich mal kurz an. Denn mit Jungs zu malen ist manchmal die Jungspunkt auch schwieriger. Aber wenn, wo jetzt hier die WM war, das habe ich mir natürlich auch zunutze gemacht und habe gesagt, okay, da reagiere ich drauf. Ich kann der Quadratologo zeitlich auch verändern. Denn wenn ich dort Jugendgruppen habe oder auch Jungsgruppen, die Quadratologos malen möchten, gibt es ja auch Ideen, das Ganze anzupassen an die Fußball-WM zum Beispiel. Oder ein Lehrer vom Annette-Gymnasium in Münster sagte eines Tages, ja, Frank, was Sie da erfunden haben, das finden wir eher total blöd. Sie revolutionieren die Schulen, denn wir bringen den Schülern bei, der Pinsel soll nach jedem Farbwechsel super ausgewaschen werden. Und Sie kommen daher und sagen, der Pinsel wird keinmal sauber gemacht. Da habe ich gesagt,
überlegen Sie doch ruhig mal, wir machen ein Projekt. Und die Annette-Schule arbeitet mit dem Dorf in Peru, Schiebetune zusammen. Das begleitet eine Lehrerin. Sie hatte also 28 Fotos bei. Die habe ich dann gelastert, die Fotos. Und die Schüler dort von Annette haben in einem Jahr in ihrem Kunstleistungskursus jedes Feld von diesem Quadrat-Logo genau nach einem ganz, ganz kleinen Pixelbild nachgemalt. Manch ein kleines Quadrat hat bis zu 32 Farbnuancen. So entwickelte sich also Quadrat-Logo Stück für Stück bis zum heutigen Tag. Und was aus den einzelnen kleinen mit Fäden bestand, im Quadrat losgeworden ist, möchte ich Ihnen einmal hier so als Ende meines Vortrags zeigen. Neulich war ich in der Europaschule in Beckum mit meiner Tochter. Wir haben dort 420 Menschen gehabt. Und Sie müssen sich vorstellen, das haben wir innerhalb von 4 Stunden bewerkstelligt. Das heißt also, die Logistik und die Vorbereitung bei so einem Auftrag, das zieht sich natürlich etwas, aber das ist mittlerweile Routine von uns geworden. Und dieses Bild, was dort entstanden ist, habe ich nochmal mitgebracht, dass Sie sehen, wie sich das Ganze so im Laufe der letzten 8 Jahre entwickelt hat. Von diesem Projekt gibt es also mehrere 420 Berufsschüler aus dem Handwerk, Elektroinstallation, haben dieses von Logo gemalt. Und da ist natürlich auch wirklich gefragt, dass dort von der Logistik und auch eben halt von alles passt. Ja, also weitere Projekte sind schon in Arbeit. Und ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie haben einen ganz kleinen Eindruck bekommen. Ich könnte natürlich jetzt noch, Sie sehen das an der Rückwand, dass Quadratlogo mittlerweile auch sehr populär ist. Es steht schon mal ab und zu in der Zeitung. Ach ja, schauen Sie, neulich mal ein Artikel, Promis kochen für Münsteraner. Natürlich mache ich samstags abends bei uns auch mal so ein bisschen für Kochen zu Hause. Und selbst die Klöße, die ich mache, sind eckig. Das gehört natürlich dazu. Und ich hoffe, meine Damen und Herren, Ihnen hat mein Vortrag gefallen.